Welche ETS-2-Mods ich benutze und warum, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Hey, 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 hallihallo Leute, hi, heute mein ETS-Video und auch du da draußen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, richtig geil, bitte nicht wundern, warum hier das aussieht wie im Stream, ich habe gerade hier im Hintergrund einfach ein Stream laufen, damit auf jeden Fall nicht einfach nur schwarzes Bildschirm ist, sondern einfach nur ein paar Bilder kommen, das wollen wir natürlich nicht, wir wollen ja ein bisschen was fürs Auge. So, und heute möchte ich euch ein bisschen zeigen, was für Mods ich benutze, Freunde, und natürlich sind die Links in den, von den Mods zu den Mods in der Beschreibung, dass ihr sie euch auch downloaden könnt, falls ihr Interesse dran habt. Und ich würde sagen, wir fangen heute mal ganz, ganz ruhig erstmal an. Und zwar mit einem Mod für einen Truck. Ja, und zwar für den Volvo. Ihr seht es hier wahrscheinlich gerade eingeblendet. Und ja, dieser Truck ist super, super geil. Natürlich nur im Singleplayer, ist ja ganz klar. Also wenn ihr in Multiplayer geht, könnt ihr diesen Truck dort leider nicht fahren. Denn diesen Truck gibt es gewöhnlich nicht im Spiel. Wie gesagt, das ist ja natürlich eine Mod. Was ich ganz, ganz, ganz klar sagen muss, Freunde, ich weiß nicht, wie das in der anderen Richtung ist, aber ich habe das selber mitbekommen. Ich habe mir den Truck geholt, habe den dann komplett ausgestattet und bin damit auszusehen in den Multiplayer gegangen und hatte dann einfach so einen ganz normalen Scania. Warum auch immer ein Scania? Ich hätte eigentlich gedacht, das wäre dann Volvo. Aber auf jeden Fall, dann ist der weg und er kommt dann danach nicht mehr wieder. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man mit einem anderen Truck reingeht und dann in die Garage guckt, wo der Volvo steht, ob der dann auch weg ist. Das kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall Fakt ist, dass er weg sein könnte. Aber sonst, wenn man nur Singleplayer spielt, ist das eigentlich eine super Mod. Kann ich nur empfehlen. Man kann sehr viel dran machen. Wirklich ganz viele Lichter an den Seiten. Man hat so viele Ausrüstungsmöglichkeiten. So viele Möglichkeiten, wo man Geld ausgeben kann. Also Ingame-Geld natürlich. Also es ist wirklich, es ist einfach schon ein guter LKW. Muss ich sagen, es gibt vor allem auch so einige schöne, ja, Paints, also ne, die ganzen Lackierungen so. Gibt es auch einige, die man sich downloaden kann für den Mod. Es ist echt super. So, kommen wir mal zum zweiten Mod. Und zwar, da kommen wir jetzt nämlich schon mal zu was etwas Cheat-mäßigerem. Und zwar ein Money-Mod. Und zwar habe ich diesen Money-Mod hier. Ich hatte vorher mal einen ganz anderen, aber der funktioniert nicht mehr. Der war richtig heftig. Also da hat man wirklich, boah, das war, ich habe dann damals für einen Auftrag von der einen Stadt, von der Firma zu der nächsten Firma in der gleichen Stadt. Ja, wirklich, ich bin zum Beispiel in Köln von der Firma A zur Firma B gefahren und habe 1, noch was Millionen Euro bekommen. Und natürlich weiß ich nicht, wie viele XP. Und aber dieser Mod funktioniert nicht mehr und den wollte ich auch nicht mehr haben, weil das war ein bisschen zu viel. Also wirklich, man verliert dann schnell, man hat dieses Geld. Und vor allen Dingen, ich habe dann damals einen riesen Fehler gebaut, habe dann sofort meine Firma auf volle Pulle aufgebaut, hatte dann immer 8 Millionen Minus und musste dann, anstatt normale Fahrten zu fahren, musste ich dann andauernd diese kleine 1 Million Fahrten machen. Und das war einfach langweilig, ich hatte genervt. Also empfehle euch auf jeden Fall, dieser Mod, den ich jetzt hier habe, der macht so ein bisschen, aber der hängt sozusagen von dem, was ihr zurzeit verdient, eine Null ungefähr dran. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel für eine Fahrt von, als Beispiel von Amsterdam nach Polen, nach Warschau zum Beispiel, sagen wir mal 40.000 bekommt, bekommt ihr 400.000. Ne? Also das heißt, es wird ungefähr, kann man so sagen, eine Null dran gehangen. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wer ein bisschen mehr Geld sammeln möchte, aber nicht übertreiben möchte, kann sich das gerne gönnen. Nun kommen wir aber wieder zum richtig spannenden Teil. Und zwar für die ganzen Leute, die sagen, ja, pass auf, Geld ist mir nicht so wichtig. Ich möchte ja skillen. Ich möchte gerne mein LKW schnell ausbauen mit coolen Sachen. Die muss ich freischalten mit den XP, mit den EP. Nennt es, wie ihr wollt. Da gibt es auch einen richtig coolen Mod. Und zwar den hier, Freunde. Und der ist ganz human, muss ich sagen. Der ist ganz, ganz human. Und zwar wird es da so sein, dass er auch wieder eine Null ranhängt. Also das heißt, wenn ihr normal einparkt, kriegt ihr 15 Punkte. Parkt ihr rückwärts ein, bekommt ihr je nachdem, wie schwer diese Einparkmöglichkeit ist, 40 bzw. 90 Punkte. In diesem Mod bekommt ihr anstatt 15 Punkte 150 und beim rückwärts einparken kriegt ihr statt 40 oder 90 400 oder 900. Ist wie gesagt ganz human, aber schon Riesensprünge. Alleine für den Anfang ist es halt echt, echt gut und riesen Sprünge, wenn man es mal so sieht. Und jetzt übertreiben wir richtig, was XP angeht. Und zwar der nächste Mod und auch der letzte in unserer Liste. Ich habe natürlich noch vor, Pro-Mod zu holen. Aber da muss ich noch ein paar DLCs mit downloaden. Beziehungsweise mir ein paar DLCs holen. Wenn ihr mal sehen wollt, was für DLCs ich zurzeit habe, dann schreibt das mal in die Kommentare und gebt diesem Video definitiv mal einen Daumen nach oben. Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Und dann mache ich auch mal ein Video von meinen DLCs. Aber ich sage euch gleich, so viele habe ich noch nicht. Aber es kommen auf jeden Fall im Summer Sale einige dazu. So, aber jetzt zu diesem anderen Mod und zwar dem letzten. Und zwar ist es dieser hier. Und wenn ihr wirklich übertreiben wollt mit den XP, dann ist der super. Also ich habe den jetzt zurzeit noch drin, werde den aber wieder rausmachen, weil das halt schon echt heftig übertrieben ist, muss man so sagen. Und zwar bekommt ihr dort fürs ganz normale geradeaus Einparken 10.000 EP und beim Rückwärts Einparken 20.000.
es kann auch 100.000 und 200.000, aber ich glaube, das sind 20.000 und 10.000. Auf jeden Fall eine Menge Nullen. Also wenn ihr wirklich sagt, okay, ich will jetzt richtig, richtig, richtig hart sofort auf Level 30, dann einmal fahren, 10.000, ihr seid auf Level 30. Also es geht ratzfatz, Freunde. Also vor allem, wenn ihr schon vorgelevelt habt. Bei mir war das so. Ich war aber vorher schon auf Level 10, 11, 12, glaube ich. Also es geht auf jeden Fall ratzfatz, Freunde. Und vor allem, wenn ihr rückwärts einpackt, wenn ihr das drauf habt, dann habt ihr richtig schnell eure Level voll. Ich bin jetzt mittlerweile schon bei, ich glaube, knapp 100. Ja, weil ich den noch drin habe. Ich wollte ihn eigentlich schon rausmachen, aber ich bin so faul und außerdem, ja, warum nicht ein paar Level? Ist ja schön. Aber ich werde den bald rausmachen und werde dann den anderen XP-Mod, den ich euch gerade hier vorgezeigt habe, reinmachen. Also auf jeden Fall, Freunde, wenn ihr da Lust drauf habt, wie gesagt, die Links zu diesen Mods sind unten in der Beschreibung, in der Reihenfolge, wie ich sie euch auch vorgestellt habe, also 1, 2, 3 und 4. Und ihr könnt euch die angucken, könnt euch die downloaden und ausprobieren. Zurzeit funktionieren sie noch alle, denkt aber bitte dran, dass immer wieder mal, wenn es ein neues Update gibt, es sein kann, dass die Mods nicht mehr funktionieren. Das heißt, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut, kann es auch eventuell sein, dass der Mod nicht mehr funktioniert. Alle Leute, die das jetzt hier aktuell schauen, ich meine, ihr könnt ja unten mal gucken, wann das hier hochgeladen wurde, die das jetzt aktuell schauen, ihr habt natürlich auf jeden Fall definitiv Glück, die funktionieren. Ich benutze sie ja zurzeit. Aber ich weiß nicht, wie das in ein paar Monaten aussieht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, wenn du da draußen jetzt gerade, keine Ahnung, 4, 5 Monate später guckst, ich kann dir leider nicht gewährleisten, ob sie noch funktionieren. Einfach ausprobieren. Und ich denke mal, bis dahin habe ich vielleicht mal ein neues Video hochgeladen mit meinen neuen aktuellen Mods. Denn ich denke mal, ich werde das ab und zu machen, euch einfach meine aktuellen Mods zeigen, wenn ich mal wieder was Neues reinpacke, wenn ich mal wieder was rausschmeiße, damit ihr einfach mal ein bisschen gucken könnt. Weil ich werde oft gefragt jetzt immer so über Steam, ja, Kalle, was hast du denn für Mods? Und ja, bitteschön, hier ist das Video. Muss ich nicht immer alles raussuchen und sagen, hier, bitteschön, hier hast du nochmal den Mod und da und da und da. Ne, auf jeden Fall, Freunde, das war es jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wie gesagt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da irgendwie einen Mod von benutzt, welchen ihr benutzt. Würde mich natürlich richtig drüber freuen. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall weg. Macht's gut. Auf Wiedergeschaut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.